Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Die Radwege am Blauen Wunder sind jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten ein einziges Trauerspiel. Vor über 2 Jahrzehnten hat dieser Stadtrat, man hat es mir nur erzählt, damals war ich lange noch nicht hier, ich glaube einstimmig beschlossen, dass es eine sichere und komfortable Radführung auf dem Blauen Wunder geben sollte. Und seitdem ist nichts, aber absolut nichts passiert. Naja, nichts stimmt ja nicht ganz, weil es soll ja jetzt einen Verkehrsversuch geben. Und jetzt ist das mit der CDU so, wenn irgendwo was geändert werden soll, dann schreit sie immer nach einem Verkehrsversuch. Wir müssen erst einen Verkehrsversuch machen. Was ist denn, wenn das danach nicht klappt? Lass uns einen Verkehrsversuch machen. Ja, und wenn es jetzt einen Verkehrsversuch gibt, dann schreit sie, oh nein, wir können keinen Verkehrsversuch machen. Das ist doch, nein, oh Gott, lass den Verkehrsversuch abblasen. Dabei ist das ein Verkehrsversuch, den sich FDP-Oberbürgermeister zusammen mit Herrn Kühn nicht nur ausgedacht, sondern auch geplant, durchgerechnet und im Ortsbeirat, Stadtbezirksbeirat vorgestellt hat. Und da ist doch nichts dran. Lassen wir doch jetzt einfach diesen Verkehrsversuch mal machen und zerreden ihn nicht. Wie hieß es eben, ja, hypothetisch könnte man sich vielleicht vorstellen, dass es dann gravierende, irgendwie nicht spezifizierbare Probleme gibt. Ja, das kann ich zu allem sagen. Und deswegen haben wir einen Ersetzungsantrag eingesetzt, der neben Hüblerstraße irgendwas Stadtplatz prüfen, der im Wesentlichen einen Punkt hat und das müsste, Herr Zastrow ist gerade nie da, oder doch, da hinten, aber sozusagen mit Herrn Zastrows Worten einfach machen. Einfach mal machen. Wir haben hier einen, der Oberbürgermeister ist in der Verantwortung, Herr Kühn hat es geplant, es ist sozusagen in den Startlöchern, es hätte schon zweimal stattfinden müssen, hat aber nicht. Meine Damen und Herren, wenn man denkt, dass das ganze Problem dort eine Kleinigkeit ist, dann hat man vergessen, dass nachdem der Verkehrsversuch letztes Jahr im Frühjahr schon mal abgesagt wurde, an einem Donnerstag, glaube ich, am Montag früh um 8 Uhr, die offizielle Zahl ist 300, aber ich war da, ich habe es gesehen, eine ganze Blaue Wunder war voll. Ich würde sagen, es waren 1000 Leute da, die dort relativ spontane Demo gemacht haben, ohne große Mobilisation. Ganz viele Menschen und CDU, jetzt mal zuhören. Die Menschen, die da waren, waren nicht irgendwelche 17-jährigen Kinder, die mit Fridays-Fahnen rumlaufen oder irgendwelche, was weiß ich was, die man nicht als CDU gebrauchen kann. Das waren ganz viele Menschen aus dem, was sie Mittelstand nennen. Das waren ganz viele Leute, die dort Familien mit Kindern, Menschen, die sozusagen auch gerne in Urlaub fahren, die Geld haben, die ausgeben, die CDU wählen könnten. So, was Sie aber vielleicht jetzt nicht mehr machen werden, denn Sie sind schon wieder im Begriff, den gleichen Fehler zu machen, den Sie schon vor 5 Jahren gemacht haben, als, und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Herr Zastrow sein Meisterwerk hier abgeliefert hat. Und Sie machen den gleichen Fehler wieder. Sie haben einen interfraktionellen Antrag mit Herrn Zastrow zusammen, der spricht hier aber jetzt erstmal nicht. Ja, gleich kommt Herr Böhm und wird hier irgendwas sagen. Und natürlich wird das Herrn Zastrow oben in Glotsche, wird das da ihn als richtig guten Macher, als Kämpfer für das Auto und so, wird ihn das da Stimmen bringen. Aber mein Gott, da am Blauen Wunder, da wo sozusagen Carden Place ist, ja, da werden die Menschen sich fragen, ob wir nicht den Wahlkreis, was ist es, 5, nicht auch mal zum CDU-freien Wahlkreis machen sollen, wie wir das schon in der Neustadt im letzten Mal erlebt haben, als der arme Herr Thiele wirklich unter die Fahrradräder kam mit der Albertstraße, die dann ja jetzt gebaut ist. Aber wie gesagt, ja. Meine Damen und Herren, es ist wirklich nicht schwierig. Wir haben einen Verkehrsversuch, der klappt oder klappt nicht. Dieser Verkehrsversuch ist in der Verantwortung des von der FDP gestellten und frei gewählten Oberbürgermeisters Dirk Hilbert. Es wird durchgeführt und dann können wir gucken, was passiert. Jetzt einen Popanz zu veranstalten und sozusagen noch mal ewig drum rumzureden, bringt einem nichts, wird einem nur die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise denken können, mit den
mit den Rädern, mit den Füßen, würde es die verschrecken. Ja, und das wirklich CDU in Wahlkampfzeiten zu machen, ich weiß nicht, wer sie berät, wahrscheinlich niemand. Und deswegen bitte ich darum, unseren Antrag zu unterstützen. Wir brauchen den Verkehrsversuch jetzt oder, wie Herr Zastrow sagt, einfach machen.